Die erste Rednerin ist am Wort Rosa Ecker, FPÖ. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, 2006 lag das mittlere Äquivalenzeinkommen der Kunst- und Kulturschaffenden bei etwa 1.000 Euro monatlich. Das bedeutete, dass schon damals 37% der Kunst- und Kulturschaffenden unter der Armutsgefährdungsgrenze lebten. 46% waren damals Frauen in der darstellenden Kunst, 52% und 26% in der Musik. Und es hat sich da einkommensmäßig sicher nicht viel verbessert, obwohl uns keine aktuellen Zahlen vorliegen. Viele kulturelle Einrichtungen befinden sich im Verantwortungsbereich des Bundes als Eigentum oder auch ausgegliedert. Und das bedeutet, dass es da im Bereich der gerechten Entlohnung und der prekären Arbeitsverhältnisse noch einiges zu tun gibt. Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang auch, dass die Stipendien und Fördermittel transparent vergeben werden, soweit es sich eben um öffentliche Förderungen handelt. Ja, eine flächendeckende Erhebung evidenzbasierter Fakten soll jetzt erfolgen, in Berichtsform alle 5 Jahre und veröffentlicht. Und ich denke, es wird dabei herauskommen, dass in der Kunstwelt, genauso wie sonst im Leben, ein großer Gender Pay Gap bei den Frauen existiert. Wegen Kinderbetreuung, wegen Wiedereinstieg, wegen vieler bekannter Gründe, die wir hier schon in anderen Zusammenhängen oft diskutiert haben. Geringe Einkommen spiegeln sich in Pensionen wider. Künstler müssen präsent sein, um Aufträge zu erhalten. Das ist für Frauen aufgrund familiärer Situationen oft nicht so einfach. Das entschuldigt die Situation nicht. Es ist aber auch eine Tatsache. Es bedeutet, dass wir hier keine hohe Erwartungshaltung haben dürfen. Denn eines muss uns bewusst sein, Berichte schaffen noch keine Gleichstellung. Und gerade für freiberufliche Künstlerinnen greifen auch keine Gleichstellungspläne wie in Unternehmen. Berichte würden noch keine Gleichstellung schaffen, ist Rosa Ecker von der FPÖ ein wenig skeptisch.